Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hatte euch ja noch Part 2 versprochen und den seht ihr jetzt. In diesem Video geht es darum, wie es mir nach dem Urlaub ging und was in der Zwischenzeit bis jetzt passiert ist. Es ist ja jetzt schon über einen Monat her und es hat sich so viel getan, dass ich das auf jeden Fall nochmal erzählen muss. Fangen wir mal an, wie es mir danach ging nach dem Urlaub. Ich brauchte erstmal ganz viel Zeit, um mich hier irgendwie wieder zurechtzufinden. Ich habe wirklich fast 2 Wochen gebraucht, um zu Hause wieder anzukommen und vor allem um mein Zuhause auch als Zuhause irgendwie anzunehmen. Ich habe mich auf Mallorca wirklich sehr, sehr wohl gefühlt und auch mit meiner Freundin zusammen. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht. Es war alles so schön, dass ich, als ich nach Hause gekommen bin, irgendwie Angst hatte, dass der Alltag mich wieder auffrisst. Und irgendwie habe ich es auch zugelassen, weil es so... Ja, natürlich ist in der Zeit viel an, hat sich viel angehäuft an E-Mails, an Nachrichten, an ich weiß nicht was alles. Und das galt es jetzt ja für mich Stück für Stück wieder abzuarbeiten. Und das ohne, dass ich mich überfordere. Und gleichzeitig ist es so schwer, da diesen Mittelweg zu finden. Denn der Mittelweg bedeutet, nicht von 100 auf 0 runterzugehen, aber auch nicht auf dem 100er Level zu bleiben, sondern wenn da etwas ganz, 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 ganz Tolles passiert, mich selbst langsam wieder runter zu regulieren, sodass ich im Mittelfeld mich aufhalte, sodass ich noch genug mache, dass es mir gut geht, aber auch nicht zu viel, dass es mich überfordert. Und diese Mittelwege sind ja so gar nicht meins, wie ihr wisst. Und das hat deswegen richtig lange gedauert, bis ich da irgendwie wieder so eine leichte Mitte gefunden habe. Und ich habe aber das Gefühl, ich bin immer noch nicht ganz da wieder tatsächlich. Ja, ich habe ein Therapiegespräch nach meinem Rückflug gehabt mit meiner Therapeutin. Da hat sie mir schon wieder ein bisschen geholfen, nach vorne zu sehen, mich selbst besser wieder zu akzeptieren, weil ich irgendwie voll raus war. Denn der Urlaub hat ja nicht nur so für mich einfach an sich, wie ein Urlaub halt ist, dass man sagt so, ja, es hat mir gefallen und es war schön, sondern es hat mich in meiner gesamten Entwicklung ganz weit nach vorne gebracht. Ich habe gemerkt, dass ich sehr, sehr gut ohne andere Menschen irgendwie klarkomme, wenn ich nur weit genug weg bin. Also ich hatte ja meine Freundin, aber ansonsten war es wirklich so, dass ich mich total gut gefühlt habe für die Zeit. Auch nicht das Gefühl hatte, jemanden unglaublich zu vermissen oder ohne jemanden nicht klarzukommen. Und das war eine sehr interessante und auch eine gute Erfahrung für mich, weil ich eigentlich immer Angst habe, dass ich alleine nichts kann und nichts schaffe. Was leider daraus resultierend irgendwie ist, dass ich, als ich zu Hause war, dann wieder in meinem alten Modus war und ich dachte so, hey, ich bin wieder in dieses alte Kostüm geschlüpft, wo ich halt wirklich dachte, dass ich nichts alleine schaffe und dann wieder völlig überfordert war. Und ich muss da für mich auch da den Mittelweg finden halt. Ich habe jetzt mir überlegt, wo soll denn mein Weg überhaupt hingehen? Ich lag jetzt mehrere Tage auch wieder irgendwie zu Hause und habe zwischendurch immer so gedacht, so ja, warum soll ich eigentlich morgens aufstehen? Macht irgendwie keinen Sinn. Keiner wartet auf mich, ich weiß nicht, was sollen mir die Tage bringen, wenn ich morgens aufstehe, was soll allgemein das für einen Sinn haben. Und es war tatsächlich aber nicht so, dass ich jetzt sagen würde, das war eine depressive Episode, weil ich weiß, wie sich das anfühlt, das war es nicht. Es war einfach Überforderung und pure Langeweile irgendwie so, weil wenn ich was machen wollte, habe ich immer so gedacht, lohnt sich das? Nee, ist mir zu viel, ist mir zu doll, aber gar nichts machen will ich auch irgendwie nicht. Und dann habe ich mich in so einem Modus befunden, der sich die ganze Zeit in alle Richtungen gedreht hat, wo ich so dachte, boah, ey, was will ich denn jetzt überhaupt? So, ich wusste überhaupt nicht mehr, wer bin ich jetzt gerade, wo stehe ich und was will ich überhaupt? Mein Gehirn war einmal komplett durcheinander geduselt. Ja, das hat man wahrscheinlich auch auf Social Media mitbekommen. Ich hatte ja da auch gezeigt, dass ich sehr viel Gegenwind zurzeit bekomme. Und das hat mich so, so sehr in Unruhe auch gebracht, weil ich immer dachte, was mache ich denn falsch? Warum wird mir ständig unterstellt, dass ich fake bin, dass ich nicht mehr krank bin oder überhaupt nie krank war, dass ich immer nur Geschichten erzähle, dass ich nur likegeil bin, dass ich nicht mit Kritik umgehen kann, das habe ich jetzt schon 100 Mal gehört, aber das fällt bei mir hinüber, weil ich kann sehr gut mit Kritik umgehen. Kritik ist nur halt ein Unterschied zwischen eigener Meinung und Kritik. So gibt es für mich einen Unterschied. Wenn jemand mir einfach sagt, so hey, ich finde dich scheiße, ist das keine Kritik, sondern eine Meinung. Und die kann da ja auch jeder haben. Mir muss ja auch niemand folgen. Aber stellt euch das mal so ein bisschen vor.
meine Accounts sind sowas wie so ein kleiner Laden und ihr geht in die Stadt und findet den Laden halt nicht schön von innen, da würdet ihr auch nicht vorbeilaufen, die Tür mal kurz aufreißen und sagen, achso, ich würde dir übrigens nur mal sagen, du siehst richtig scheiße aus und dein Laden ist doch richtig hässlich. Schönen Tag noch, die Tür zu machen und weiterlaufen. Kein Mensch macht das. Online machen sie es alle. Ich verstehe nicht warum. Voll verschwendete Energie und verschwendete Zeit. Von daher, wenn ihr konstruktive Kritik habt, bin ich super offen dafür, weil ich total Bock habe, mit euch gemeinsam zu wachsen. Eure Meinung, wenn ich nicht danach frage und die einfach nur sind, ne, weil ihr mir einfach sagen wollt, dass ihr mich scheiße findet, spart euch die Zeit und die Energie. Weil ich werde bleiben, wie ich bin und ich werde mich nicht verändern, nur weil ihr mich scheiße findet. Von daher, ja. Jetzt bin ich abgekommen und zwar wollte ich darauf hinaus, dass ich selber nicht mehr wusste, warum ich ständig angegriffen werde, dass ich so fake bin, und ich bin dann mit meiner Therapeutin in der letzten Stunde mal da tiefer drauf eingegangen. Das Problem, beziehungsweise eigentlich ist es kein Problem, sondern was total Schönes, ist, dass ich wirklich relativ stabil geworden bin. Also sie sagt, mein Weg geht weiter und im Moment bin ich nicht die Depressive, sondern ich bin schon einen Schritt weiter. Und sie hat mir das auch sehr, sehr deutlich nochmal gesagt, weil ich gesagt habe, wie soll ich denn jetzt mich irgendwie nennen? Also wer bin ich denn gerade? Kann ich sagen, ich hatte Depressionen, oder wie sagt man das, wenn man ja gerade irgendwie ganz gut klarkommt? Sagt sie, ja, auf jeden Fall. Also sie sind nicht mehr akut depressiv, sondern sie rutschen eher in die Rolle einer Beraterin gerade, weil sie so krass gute Fortschritte gemacht haben, so sehr an sich gearbeitet haben, dass sie zurzeit nicht akut depressiv sind und wahrscheinlich auch erstmal nicht mehr werden, sondern es ist bei mir, natürlich werden immer noch mal depressive Phasen dabei sein. Das ist völlig normal. Bei mir sind die nämlich chronisch, die Depression. Ich weiß, dass das passieren wird und darauf kann ich mich auch total gut einlassen, zu wissen, dass das wieder kommen kann. Aber es ist keine Grundhaltung mehr bei mir. Es ist keine Basis, dass ich an Depressionen leide oder erkrankt bin, sondern die Basis bin tatsächlich ich geworden. Und das habe ich mir immer so sehr gewünscht. Und da werde ich gleich ganz emotional, oh Gott. Und genau das war der Knackpunkt, warum ich online irgendwie das Gefühl hatte, total missverstanden zu werden, weil mir selber nicht bewusst war, dass ich schon viele Schritte weiter bin, als ich selber irgendwie dachte. Ich glaube, dass das auch teilweise mit dem Urlaub zu tun hat, weil ich da einfach gemerkt habe, ich bin viel weiter, als ich mir selber zugetraut habe bisher. Und jetzt geht es noch einen Schritt weiter und ich möchte mich wirklich in dieser Thematik auch weiterbilden und wirklich auch gerne Beraterin werden, beziehungsweise Heilpraktikerin für Psychotherapie. Da gibt es ja ganz viele Sachen und da würde ich mich gerne nochmal umschauen im Moment. Aber wirklich etwas machen, dass ich offiziell andere Menschen beraten darf und dass das auch mit zu meinem Job wird. Weil ich das sowieso schon immer mache und ich finde das noch viel schöner, wenn ich das auch wirklich beruflich machen kann. Denn das kostet viel Arbeit und sehr, sehr viel Kraft. Und ich finde, dass das dann auch entlohnt werden sollte und das wird dann halt zu meinem Job. Aber ich möchte das nicht einfach so machen, ne? Weil ich könnte mich jederzeit Coach nennen oder Berater. Das sind keine geschützten Begriffe. Ich könnte auch einfach eine Praxis aufmachen und Leute behandeln und sagen, ja, ich coache euch so ein bisschen. Aber das möchte ich nicht, denn ich möchte das wirklich fundiert machen, weil irgendwann kann einer kommen und sagen, warum bist du denn eigentlich befugt, mir jetzt mein Leben zu coachen? Und ich stehe und da und habe nichts in der Hand, außer zu sagen, ich habe die Erfahrungen alle selber gemacht. Aber ich möchte mich selbst einfach theoretisch noch ein bisschen fortbilden, weil ich in der Praxis habe ich alles durch, würde ich jetzt mal sagen. Ich weiß ganz genau, wie der Hase läuft. Theoretisch kann ich, glaube ich, noch einiges lernen, um andere Leute zu beraten. Und genau da soll mein Weg jetzt einfach auch hingehen. Das wird ein langer Weg, ein harter Weg und ein unfassbar anstrengender und aufregender Weg. Aber ich glaube, dass es mein Weg werden wird und dass es mir gut tun wird. Ich sollte mir auch da aber die Zeit geben, die ich brauche, mich genau umzusehen, dass ich auch nach etwas wirklich Professionellem suche, dass ich nicht irgendwo so eine Coaching-Ausbildung mache, die mir nachher gar nichts bringt. Viele Leute werben leider mit Mist einfach, was einen nicht voranbringt. Und deswegen werde ich mir da die Zeit für nehmen, ganz in Ruhe das durchgucken. Aber es ist für mich erstmal dieser Moment gewesen, als meine Therapeutin gesagt hat, ja, sie hatten Depressionen, so kann man das sagen. Sie sind nicht mehr, ja, schwerst akut depressiv. Und als sie das gesagt hat, hat das echt, Entschuldigung, so viel mit mir gemacht, weil, wenn man mal überlegt, ich bin jetzt seit 2010 habe ich meine Diagnose bekommen
und halt so einen mega langen Weg irgendwie gegangen. Und es ist nicht alles gut und ich habe noch viele, viele Baustellen und es gibt ja auch noch den Borderline-Anteil bei mir, der auch noch sehr, sehr da ist irgendwie, aber auch der bessert sich tatsächlich. Aber die Depressionen, die sind schon ein großer Teil meines Lebens gewesen. Das war nicht geplant, dass ich weinen wollte. Ich wollte das eigentlich voll cool durchziehen. Ja, aber ich habe halt Emotionen entschuldigt. Und die haben so viel in meinem Leben halt verändert und so viel mit mir gemacht und auch sehr, sehr viel kaputt gemacht, dass ich einfach total stolz auf mich bin, diesen Weg gegangen zu sein und dass es mir jetzt auch besser geht und dass sich diese harte Arbeit einfach ausgezahlt hat und wirklich gelohnt hat. Und gleichzeitig möchte ich euch irgendwie auch damit zeigen, dass man nicht aufgeben sollte, dass sich das wirklich, wirklich, wirklich lohnt, hart an sich zu arbeiten, mit Therapeuten, mit Kliniken, mit Tageskliniken, alles was es gibt, weil jedem hilft ja was anderes. Und dass man natürlich nicht davor gewappnet ist, dass es wieder schlimme Momente geben kann, weil da sind wir alle nicht vor sicher. Aber dass wir halt in dieser Zeit, wo wir dann die Therapie machen, lernen, damit umzugehen, wenn es kommt. Und das ist das, was ich gelernt habe. Und ja, ich muss mal kurz durchatmen. Ja, das ist so ein bisschen die Message, die ich euch jetzt gerne mitgeben möchte. Und ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wie es bei mir irgendwie weitergeht und was jetzt noch alles kommen wird. Und hoffe einfach von Herzen, dass jeder von euch irgendwie vorankommt und egal wie schlecht es euch gerade geht, es wird besser werden. Es wird irgendwann dieser Moment kommen, wo ihr das Gefühl habt, erleichtert zu sein, all die Kraft und Energie in Arbeit gesteckt zu haben, in Arbeit an euch selbst. Und ja, ich kann es immer nur wieder sagen, es lohnt sich, es lohnt sich, es lohnt sich. Nicht aufgeben, bitte, ihr Lieben. Nicht den Kopf in Sand stecken, beziehungsweise von mir aus steckt den Kopf in Sand, aber holt ihn bitte auch wieder raus. Also ich habe ja auch Momente, wo ich völlig verzweifelt war und auch manchmal noch bin und denke, ah, leck mir alle die Füße, ich will nicht mehr und ich kann nicht mehr. Das Wichtige ist nur, weiter dann zu machen und wieder aufzustehen. Ihr dürft euch hinlegen, ihr dürft euch fallen lassen, ihr dürft auch Rückschritte machen, ihr dürft alles. Das Einzige, was ihr nicht dürft, ist den Fokus verlieren und einfach auf dem Boden liegen bleiben. Ihr dürft euch hinlegen und auch mal ein paar Tage liegen bleiben, aber nicht für immer. Bitte, bitte tut mir den Gefallen, weil ich kann euch wirklich sagen, da wartet für jeden von uns, für jeden Einzelnen, ein ganz, ganz tolles Leben da draußen. Und ja, ich wiederhole mich, aber es lohnt sich. Und ich glaube, damit sollte ich das Video jetzt hier auch beenden. Bevor ich noch emotionaler werde. Wie gesagt, ich werde euch auf dem Laufenden halten. Wenn ihr jeden Tag auf dem Laufenden bleiben wollt, dann folgt mir sehr, sehr gerne auf Instagram noch. Und TikTok habe ich auch, aber meistens bin ich auf Instagram aktiv. Da würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Ja, passend zu dem Thema heute habe ich auch mein Self-Love-Crew-Sweater an. Der ist aus meinem eigenen Online-Shop. Ich habe euch den Link in der Videobeschreibung reingepackt, so. Das ist auch ein Teil, wo bei jedem Kauf 1 Euro an die Deutsche Depressionshilfe gespendet wird. Das ist bei allen Sachen aus meinem Online-Shop so. Und wenn ihr mögt, schaut gerne mal rein. Vielleicht ist ja das ein oder andere Teil für euch auch dabei. Und dann wünsche ich euch noch einen ganz, ganz tollen Tag, Abend oder wann auch immer ihr euch dieses Video anschaut. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!